Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe vom Schneckeninternet geplagte Menschen. Zum wiederholten Male beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit der Frage, wie der Breitbandausbau in NRW vorangetrieben werden kann. Der vorliegende Antrag befasst sich mit einem Aspekt der Finanzierungsfrage, nämlich dem Breitbandförderprogramm der NRW-Bank. Für uns Piraten ist klar, wir geben uns nicht damit ab, in der Breitbandanbindung irgendwo im europäischen Durchschnitt zu stehen. Bei dieser neuen digitalen Infrastruktur müssen wir Vorbild sein. Das ist nicht unmöglich, das ist lediglich eine Frage der Prioritätensetzung. Zum Vergleich. Die Landesregierung stellt in den Haushaltsplan 2015 über 300 Millionen Euro Kohlesubventionen ein, also zur Beerdigung einer alten industriellen Basis. Aber nur 10 Millionen Euro Förderung für Breitbandausbau, also für die Investitionen in die Zukunft. Diese Proportionen stimmen einfach nicht. Zum vorliegenden Antrag möchte ich gerne drei Anmerkungen machen. Erstens, es ist sehr richtig, das NRW-Bank-Breitbandprogramm zu erweitern. Wenn man sich die Kennzahlen dieses Programms anschaut, muss man leider bilanzieren, dass das Programm in der derzeitigen Form keinen maßgeblichen Impuls für den Breitbandausbau in unserem Land leisten konnte. Und das muss sich ändern. Zweitens, nach der Privatisierung des Telekommunikationsmarktes haben die deutschen Telekom-Anbieter offenbar wenig Interesse daran, Investitionen in die Internetinfrastruktur in ländlichen oder städtischen Randlagen zu tätigen. Oft sind es gerade lokale Akteure in dieser Gegend, die den Breitbandausbau vorantreiben, zum Beispiel kommunale Unternehmen, zum Beispiel auch gerade Bürgerinitiativen, bürgerliches Engagement oder regionale Telekommunikationsanbieter. Das Land muss alles Notwendige und Mögliche tun, damit die Förderangebote genau auf die Anforderungen dieser Akteure vor Ort zugeschnitten sind. Ich erwarte deswegen, dass auch die lokalen Akteure in den Reformierungsprozess maßgeblich eingebunden werden. Und drittens, weder die Große Koalition in Berlin noch die Rot-Grüne in NRW haben trotz zahlreicher Ankündigungen die Finanzierungsfrage für einen impulsgebenden Breitbandausbau bisher lösen können, genauer gesagt lösen wollen. Andere Projekte sind den zuständigen Ministern auf Bundes- und Landesebene offenbar wichtiger. Auch die Einnahmen der digitalen Dividende 2 werden wohl nicht ausreichen, um die Glasfaserverbindung wirklich näher an Bürger und Unternehmen heranzubringen. Neben dem Marktversagen, zum Beispiel in ländlichen Regionen, gibt es daher auch ein bisher nicht behobenes Politikversagen. An diesem grundlegenden Problem wird auch ein verbessertes Darlehensprogramm der NRW-Bank leider wenig ändern können. Dem Beschlusstext des vorliegenden Antrages können wir vollumfänglich zustimmen. Wir konnten deswegen nicht als Mitantragsteller auf den Antrag drauf, weil uns die Verengung auf das Wirtschaftswachstum dann doch ein bisschen zu wenig war. Sonst sehr gerne, nächstes Mal gerne mit mehr Vorlauf beteiligen wir uns daran wieder. Wenn wir die Ziele wollen, dann wollen wir auch die Mittel. Das stellte Immanuel Kant einmal fest. Sie können sich sicher sein, für das Ziel des Breitbandausbaus angemessene Mittel einzufordern, werden wir Piraten im Landtag nicht müde werden. Der Ausschussüberweisung stimmen wir natürlich gerne zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert.